Mahlzeit Leute, willkommen zum neuen Video. Heute möchte ich euch ein paar Liquids vorstellen von der Firma Cloudfaser. Ist ein deutsches kleines Unternehmen, habe ich auf der Messe kennengelernt. Möchte ich euch gerne mal vorstellen, in diesem Säckchen, was da schön alles drin ist. Jetzt haben wir erstmal hier einen schönen Aufkleber. Karte, immer wichtig. So, dann haben wir einmal das Cloudfaser, ich guck mal hier, ob wir es besser sehen, Free Cake. Gehe ich gleich näher zu ein, was es genau ist. Weil da wurde noch was mit beigeliefert, das zeige ich gleich. Greenate. Und Me Early. Ja, ich bin gespannt. So, dazu haben wir noch gekriegt eine Menükarte. Die Sachen bekommt ihr bei cloudfaser-liquid.com in 0, 3, 6 und 12 Milligramm. Alles in 10 Milliliter Flaschen, also TPD2 gerecht. Ja, fangen wir mal an mit dem ersten. Das, warte, ich zeige euch das einmal hier rein. Schöne Menükarte, ne? Das Free Cake, feinste Kuchenkruste mit einem Hauch frisch gepresster Zitrone und zur Abrundung etwas vollmundige Aprikose. Ist ja wie beim Fünf-Gänge-Menü hier. Ne? Dann wollen wir mal testen. Ach, vorab. Auf den Twisted Messes Klon mit 0,25 Ohm. Frischer Watte. Eine Dual Alien Coil. Auf dem Wismec seriell geschaltet, aber ziemlich runtergeschraubt. Erstmal zum Andampfen. Und dann machen wir mal. Oh, lecker. Ja. Kann man dampfen. Warte, wo haben wir es? Free Cake, da. Ist eine 60-40 Mischung, also 60% Glycerin. Pflanzliches Aroma. Ja, hier habe ich mit 0 Milligramm Nikotin. Es schmeckt, wenn man anfängt zu ziehen, man merkt richtig die Kuchenkruste, die Zitrone und beim Auspusten kommt wirklich, ja, kommt wirklich richtig Aprikose raus. Also es ist wirklich sehr, sehr lecker. Sehr lecker. Ich glaube, das brauche ich. Oh, das ist lecker. Ja, mache ich jetzt mal einen Schnitt, neue Watte rein. Da bin ich wieder. Ja, das ging ja schnell, wa? So, als nächstes habe ich gerade erst aufgemacht, das Greenate. Das Greenate soll sein, der Charme des grünen Tees abgerundet mit einem Schuss Milch, reifen Granatapfel und ein wenig geheimnisvoller Frische. Puh! Ist immer. Also riechen soll, es riecht schon richtig nach grünem Tee. Da bin ich immer gespannt. Schön einsuppen, ich muss mal hier eben, ne, gerade frische Watte drauf gemacht, eben ein bisschen hier einsuppen. Jetzt klecker ich hier auch noch. Boah, das ist geil. So, schön davor, passt. Machen wir mal. Also grüner Tee schmeck ich leicht. Jetzt eine frische soll da drin sein. Mhm. Finde ich nicht. Ist auch nicht schlimm. Granatapfel.
finde die Milch nicht. Aber sehr interessant. Also es schmeckt wirklich nach Tee, wenn man Tee trinkt. Grüner Tee mit Granatapfel. Aber leicht, also nicht aufdringlich. Aber frische. Ich bin noch, warte mal, nur mal kurz gucken, nicht, dass ich mich hier vertue. Ne, ich bin bei Greenade. Sehr, sehr lecker. Also das ist was ganz anderes. Tee habe ich jetzt noch nicht wirklich so oft gedampft. Jetzt dachte ich mal in der Winterzeit Tee. Ich habe mir auch noch nebenbei noch von Smoking Bull habe ich mir auch noch Tea Time geholt. Aber da kommen auch noch ein Video zu. So, ja. Also Greenade, grüner Tee mit Granatapfel. Na ja, gut, da ich jetzt so Milch im Tee nicht trinke. Also ich schmeck's nicht. Die Frische kann ja auch jetzt vom Granatapfel kommen. Dass es damit gemeint ist. Aber sehr lecker. Also was ganz anderes. Es ist so ganz, ganz leichtes Liquid. Das ist jetzt nicht so Cookie. Ne? Nicht vollkommen süß. Es ist wirklich sehr lecker. Also solltet ihr mal probieren. Auf jeden Fall. Greenade. Sehr geil. So. Ich mach mal wieder Watte, wa? So, da bin ich wieder. So, jetzt haben wir das Early. Ob man das lesen kann, ich weiß es nicht. So, es soll sein. Bester englischer aufbereiteter Tee mit dem Saft strahlender Orangen und Mandarinen. Das hört sich alles so weihnachtlich an. Ich finde das gut. So, ja, dann wollen wir mal, ne? Ich mache die Airflow nochmal an Tacke mehr zu. So, auch nochmal ein bisschen einsuppen. Leichter schwarzer Tee und richtig orangig, so ein bisschen eine Herbe von der Orange, aber nur leicht, nicht viel. Und dann so zum Abschluss so eine süße Mandarinengeschmack. Ist gut, ist wirklich sehr gut. Also alle durch, gut. Das andere ist immer nur Geschmackssache. Das mit dem grünen Tee gerade vorne. Aber das hat mir auch geschmeckt. Es ist nur halt nicht für mich persönlich die Milch rausgekommen und die Frische. Aber ansonsten super. Aber das ist wirklich, das ist was für Weihnachten. So schön mit der Familie am Tisch. Ein Glas Whisky. Ja, hier schön so. Immer ein paar Mal dampfen. Also das will ich mir, glaube ich, kaufen. Das gefällt mir bis jetzt am besten von den dreien. Das Kuchige, also das Free Cake, das ist sehr geil, aber das ist nichts, das ist für einen Tröpfler so ab und zu. Ja, dann stellt es wieder weg. Aber das könnte ich mir vorstellen, so jetzt in den kalten Wintermonaten, das könnte man öfters dampfen. Ja. Das war's auch schon. Wenn euch mein Video gefallen hat, wie immer, schön in die Kommentare. Ein Like wäre super, ein Abo wäre der Oberhammer. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ne? Viel Spaß und schön weiterdampfen. Ne?